Einmal im Jahr treffen sich die besten Spieler der Welt, um ein Videospiel zu spielen. Wenn Leute fragen, also ist das sowas wie der Super Bowl oder ein Tennis-Major, dann sage ich, ja, nur dass die Jungs hier um bis zu 40 Millionen Dollar spielen. Du musst im Grunde dein Leben opfern. Die Jungs spielen dieses verdammte Spiel 12, 14, 18 Stunden. Jeden Tag. Wahnsinn. Das ist es, was man braucht. Jeder Profispieler träumt davon, diese Trophäe, die Aegis, zu gewinnen. Es gibt einen Grund, warum du Millionen von Dollar verdienst, wenn du gut in Dota 2 bist. Du bist der eine aus Millionen. Nur im E-Sport, anstatt im normalen Sport. Mein Name ist Leon Kirilin. In der E-Sport-Szene kennt man mich als Nein. Momentan bin ich in einem Bootcamp. Mein Team, mein Verein, wir leben hier zusammen für einen Monat. Letztes Jahr habe ich mich mit meinem Team auf die International 11, also 11, qualifiziert. Letztes Jahr war das Preispool 18 Millionen. Und das war mein erstes International und ich habe gewonnen. Es war, um ehrlich zu sein, einfacher, als ich gedacht habe. Dieses Jahr, meine Gefühle vor der International momentan sind ziemlich, ich bin auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt, aber nicht so sehr wie letztes Jahr. Und ich möchte nicht als absoluter Loser die Bühne verlassen. Ich beschreibe es gerne als eine Mischung aus Schach und Basketball. Es spielen fünf Spieler gegen fünf Spieler, also zwei Teams gegeneinander. Jeder Spieler kontrolliert nur einen Helden, eine Figur. Beide Seiten haben ihre Basis, ihre Gebäude. Dein Ziel ist es, die fünf gegnerischen Helden zu besiegen und dann ihre Basis, ihre Gebäude zu zerstören. Im Grunde war es das. Es ist eine Mischung aus Helden, die alle bestimmte eigene Fähigkeiten ausführen können. Du musst deinen Helden gut spielen können. Aber du musst auch als Team zusammenspielen und die Fähigkeiten aller Helden gut kombinieren. Zu einer Symphonie der Fähigkeiten. Es ist Psychologie, es ist Geschicklichkeit, es ist Intelligenz, alles miteinander verschmolzen. Deshalb ist Dota 2 das wahrscheinlich beste Multiplayer-Spiel, das je entwickelt wurde. Dota spiele ich schon seit, eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Mein erstes Mal, wo ich Dota kennengelernt habe, war ich, glaube ich, 7 oder 8 Jahre alt. Gaming war für mich einfach eine Möglichkeit, der echten Welt zu entkommen. Ich habe einfach mein Leben nicht ausgehalten und Gaming hat mir einfach eine Alternative geboten. Und ich würde schon sagen, dass ich nur durch Gaming wieder ins Leben gefunden habe. Obwohl es gleichzeitig mich vom echten Leben weggenommen hat am Anfang. Ich bin nach der 9. Klasse von der Realschule gegangen mit einem Hauptabschluss, weil ich zu viel Schule geschwänzt habe. Und ja, danach hatte ich eine Weile fast gar nichts. Hab eigentlich nur gezockt, war depressiv, ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben tun soll. Zu Hause war natürlich
absolute Hölle. Meine Mutter hat nicht verstanden, wieso ich Schule geschwänzt habe. Dann 2017. Damals hatte ich einen sehr alten PC, der kaputt gegangen ist. Und das war dann wirklich, wo die Depression sehr stark war, weil ich war vielleicht 3 Wochen zu Hause. Ich habe nicht gespielt, ich habe nichts getan, ich hatte keine Freunde. Ich war nur zu Hause und habe mich gefragt, was mache ich mit meinem Leben? Und ja, ich habe dann meine Mutter in mein Zimmer gerufen, habe mit ihr gesprochen, habe ihr gesagt, dass sie, also ich habe sie gefragt, darum gebeten, dass sie mir einen Computer kauft. Und wenn es in 6 Monaten, wenn ich damit kein Geld verdiene und ihr das Geld nicht zurückgeben kann, dann mache ich, was sie will. Und ja, sie hat Gott sei Dank an mich geglaubt. Sie hat mir einen Computer gekauft, obwohl wir nicht wirklich Geld hatten. Da hatten wir, ich glaube, die letzten paar Monate habe ich nur mich jeden Tag von billigem Müsli oder so ernährt. Mal eine Scheibe Toast oder so. Aber ja, dann, das ging ziemlich schnell. Wir haben gar nicht mehr miteinander gestritten. Ich habe angefangen, sehr gut zu spielen und erfolgreich und habe dann mein erstes professionelles Team beigetreten. Dieses Jahr kommt das International endlich zurück nach Seattle. Ich sage endlich, weil Seattle von 2012 bis 2017 das Zuhause des International war. Denn Valve, der Entwickler des Spiels, der hat hier seinen Firmensitz. Aber wie der Name The International schon sagt, ist das Turnier international, mit Teams aus der ganzen Welt. Und deshalb ist auch das Turnier selbst auf Weltreise gegangen. Wir waren in Vancouver, in Shanghai, in Bukarest, in Singapur und jetzt sind wir zurück in Seattle. Oh, wir sind zu Hause, zurück in Seattle. Und ich bin extrem aufgeregt, weil es der Geburtsort unserer Szene ist. Nach der Gruppenphase geht es im Seattle Convention Center weiter. Da finden die Playoffs statt, in denen wir die Hälfte der 16 verbliebenen Teams nach Hause schicken. Da kommen dann auch endlich Fans, die vor Ort zuschauen. Es gibt eine richtig professionelle Übertragung. Gespielt wird auf einer Bühne, beide Teams in schalldichten Kabinen gegenüber. Du machst die Tür zu und es ist, als wärst du in einer schalldichten Kabine. Schon vor diesem Turnier zum Entschluss gekommen, dass ich aufhöre. Einfach weil das Ganze ein bisschen zu stressig für mich war. Und dadurch, dass ich halt eben schon mein Ziel einmal erreicht habe, war die Motivation erstmal nicht genug, um weiterhin das gleich weiterzumachen. Weil wir im Team haben eine ziemlich starke Trainingskultur. Wir machen wenig Pausen und solche Sachen. Und ich könnte halt einfach nicht so weitermachen. Dadurch, dass das eigentlich mein komplettes Leben war und ich jetzt damit aufhöre, ich habe Angst, dass da ein großes Loch sein wird in mir, weil ich halt eben, so ich weiß gar nicht, wie es sich anfühlen wird, ohne Dota zu leben. Ich habe Angst davor, dass ich nichts Neues finde und einfach nichts habe, was mich zum, naja, ich möchte jetzt nicht einfach nichts tun und jeden Tag bis um 12 im Bett chillen und nichts, einfach, ich möchte weiterhin produktiv bleiben und ich glaube, daher ist es wichtig, dass ich weiter im Leben was finde, was mich motiviert, was mich als Mensch weiterbringt und das werde ich jetzt suchen. Ich habe absolut keine Ahnung, was es momentan ist,
aber ich habe jetzt viel Zeit, um was zu finden. Und ich hoffe, dass ich etwas finden werde, was mich so reißt wie Dota.